Ja, wir haben es geschafft. Veronika, herzlich willkommen in Litschau. Du bist wo genau? Hallo. Auch in Niederösterreich, aber im Weinviertel. Wir sitzen nicht beieinander. Ich bin ein bisschen leise, weil ich habe nur eine halb geschlossene Türe zum Spielsaal. Und ich will natürlich den Spielern nicht verraten, wie sie stehen. Also wirst das eher du machen. Du bist da eher auch die sehr viel kompetentere. Herzlich willkommen, wir haben dich zugeschaltet. Wir wollten eigentlich schon ab 10 Uhr zu streamen beginnen. Also bitte ein bisschen um Nachsicht. Wir waren zu optimistisch, dass wir innerhalb von einer Stunde diese ganze Riesentechnik, die wir da zu dritt anschleppen. Niklas Schuster an der Regie, Jora Meda macht uns heute die Bretter. Veronika Exler ist uns zugeschaltet. Jetzt noch einmal, wo aus Niesen? Im Weinviertel, wo bist du genau? Ich wohne in Sayring, also ein kleines Dorf. So ganz in der Nähe von Wien, gehört zur Gemeinde Gerasdorf. Sehr gut. Und du bist WIM. Was ist das genau? Weibliche internationale Meisterin. Das heißt, man muss einmal 2200 Elo erreicht haben. Und kann es sein, dass uns gerade die Internetleitung eingeht? Ja, ich glaube, wir belasten die Internetleitung ein bisschen sehr. Ich habe dich manchmal nur ein bisschen verzögert und abgehackt, aber es ist so, wie es ist. Also das heißt, genau, über 2200 Elo. Und genau. Wann hast du das, seit wann bist du WIM? Boah, das ist jetzt schon länger her. Ich glaube 2016 oder 2017, bin mir nicht ganz sicher. Also schon, ja. Und jetzt versuche ich den FIDE-Meistertitel zu kriegen. Also da bräuchte ich 2300 Elo. Und wie ist dein aktueller Elo-Stand? Also offiziell habe ich gerade 2,195. Okay, naja, aber 100 Elo-Punkte auf dem Niveau, das ist eh schon ein ganz schönes Vorhaben. Ich war ja schon viel höher. Ich war eigentlich schon so auf 2,293. Wow. Da habe ich leider viel Elo verloren.
Also ich hatte schon fast meinen FIDE-Meistertitel. Du warst schon 7 Elo-Punkte sehr knapp dran. Ja, genau. Ja, super. Du, und das heute ist ja eigentlich so ein bisschen unsere Generalprobe, die hoffentlich misslingt, weil, wie wir wissen, misslungene Generalproben garantieren dann eine gelungene Premiere oder für unser großes Turnier auf der Schallaburg am 20. Juli. Siehst, da muss ich jetzt dann noch meinen Hintergrund ein bisschen verändern. Ich muss mich überhaupt einmal, wie meine Ansicht auch ein bisschen bearbeiten. Naja, ja, und wir sind heute hier in Litschau. Alle sind ganz begeistert, dass sie hier ins nördliche Waldviertel fahren durften. Vor allem die Kottingbrunner und die Mistelbacher, die ja doch ein bisschen einen Anreiseweg haben. Und auch die Pöchlaner. Aber heute tragen wir hier das niederösterreichische Cupfinale 2024 aus. Die Sieger aus den 4 Vierteln, Kottingbrunn aus dem Industrieviertel, Mistelbach aus dem Weinviertel. Aus dem Waldviertel hat sich Litschau Eisgarn qualifiziert, wo wir heute sind. Wir sind nämlich sogar in Eisgarn direkt beim sehr netten Wirten. Und wen habe ich vergessen? Pöchlan aus dem Mostviertel mit dem Robert Gattermeier unter anderem. Genau, und du hast da eh schon offen. Magst du mal, du kennst, glaube ich, die Spieler wahrscheinlich alle sehr viel besser als ich. Was Ja, fällt dir denn nicht dazu alle, ein? einige. Naja, also. Ich muss sagen, mein Favorit ist natürlich Mistelbach, weil ich meine, ich wohne sogar in derselben Schnellbahnstrecke. Deshalb, ja, Weinviertel. Aber ich bin natürlich auch ein Fan vom Waldviertel, da habe ich auch Verwandte. Und von dem her, das sind so meine Favoriten. Okay, aber rein schachlich gesehen, glaube ich, wird sich das Team ASK Kottingbrunn durchsetzen. Die haben doch hier die Elo-stärksten Spieler. Sie haben zum Beispiel Konstantin Peira, der sich sehr stark nach vorne gearbeitet hat, der auch Mitglied vom Nationalkader ist und wirklich so kurz davor, dass er mal bei einer Olympiade oder Team-Europameisterschaft Österreich vertreten darf. Love, den ich persönlich jetzt nicht kenne, aber auch ein starker FIDE-Meister. Dann haben wir noch einen jungen Spieler, nämlich Wagner Leopold, Franziskus, kenne ich auch sehr gut, der ist aus Wien. Und hatte auch schon weit über 2-2 Elo. Also ist auch immer für eine Überraschung zu haben. Und dann haben wir sogar noch eine weibliche Spielerin dabei. Wie ich sehe, auch die einzige, die diesmal teilnimmt an dem Wochenende. Und zwar die Emilia. Und Emilia ist auch eine gute Freundin von mir. Und sie trainiert jetzt momentan ganz, ganz viel Schach, so jeden Tag 6 Stunden oder mehr. Also sie ist wirklich extrem motiviert und wird sicher bald ganz nach oben schießen. Hat ja auch schon ihren weiblichen FIDE-Meistertitel erreicht und ja, eine starke Spielerin für die Zukunft. Also von dem her meine klaren Favoriten, aber definitiv ein Team aus Wien eigentlich. Und die spielen jetzt gerade gegen das Team Litschau Eisgarn, also das Waldviertler-Team. Und zwar auf Brett 1 Wagner Stefan. Kenne ich auch schon von den Ligen in Wien. Also auch ein guter Spieler. Mal sehen, wie gut er mit Konstantin mithalten kann. Das ist natürlich kein leichtes Los. Dann Brett 2 mit Popelka Oltrich. Muss ich sagen, sagt mir jetzt namentlich leider Den nichts. Und kenne Pauli ich wieder Martin. ganz gut, oder ganz gut ist übertrieben, aber der Oldřich Popelka ist natürlich für die Waldviertler-Spieler hier ein Tscheche, der für Litschau Eisgarn spielt. Auch ein sehr starker Spieler, aber wahrscheinlich ist doch der Wladislav Kundianok da der Favorit, schon aufgrund der Elo-Zahl. Und diese zwei Bretter, also Konstantin Peira gegen Stefan Wagner und Oldřich Popelka gegen Wladislav Kundianok, die haben wir auch live, die übertragen wir. Schauen wir uns nachher gleich an. Dann auf Brett 3, Pauline Manfred, 1880, sagt mir leider auch nichts. Kennst du ihn? Natürlich, der Manfred Paulin ist sozusagen, ist der, glaube ich, der Mannschaftsleiter von Litschau Eisgarn, ein sehr aktiver Schachmensch. Und er ist heute sozusagen auch der Gastgeber und hat das für Litschau Eisgarn hier auch organisiert. Und ja, den sehen wir leider Jedenfalls kein nicht leichtes Los für live. ihn. Absolut. Na, die ganzen Waldviertler haben schwere Nüsse zu knacken. Da ist ja 400 Elo Unterschied, 200 Elo, 100, ja, mindestens, überall mindestens 200 Elo ist der ASK Kottingbrunn stärker aufgestellt. Also, das wird hart für den Gastgeber. Ja.
Man muss noch dazu sagen, dass das, glaube ich, die nationalen Elo-Zahlen sind, weil ich weiß zumindest so für Konstantin, der ist über 2,4, Emilia ist auch weit über 2000. Also ich glaube, das sind hier gerade die nationalen Elo-Zahlen, die wir sehen. Das heißt, der Unterschied ist, glaube ich, noch extremer, als man annehmen würde. Ich glaube, das sind die nationalen Elo-Zahlen. Genau. Und von der zweiten Begegnung Pöchlang gegen Mistelbach, da übertragen wir nur das erste Brett, weil wir haben heute nur, unter Anführungszeichen, nur drei Bretter. Auf der Schallaburg haben wir dann 50 Bretter, die wir live übertragen. Da wirst du gemeinsam mit dem Großmeister Felix Bloberger kommentieren Genau. und da haben wir auch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit als nur eine Stunde, da wird das Ganze ein bisschen flüssiger gehen. Ja, da gibt es dann viel mehr zu kommentieren bei 50 Partien. Ja, Ja, ich wir schaue werden mir wahrscheinlich noch. auch nicht alle covern können, aber da kann man dann Ja. schon in die. Und wir haben ja, und das freut mich ja besonders, einen prominenten Gast auch auf der Schallerburg dabei, nämlich den Georgios Souleidis, besser bekannt in der Schachwelt als The Big Greek. Ja, bin schon gespannt. Habe ihn noch nie persönlich kennengelernt. Ich glaube, er ist ein ganz ein netter. Ich bin gespannt, wie er sich hält. Er ist ja laut Liste, glaube ich, nur da an zweiter Stelle gesetzt. Da gibt es einen Großmeister, der noch vor ihm ist. Ich bin schon sehr gespannt, wie er sich da hält beim Over-the-Board-Turnier auf der Schallaburg. Ja, ich habe ihn ehrlich gesagt noch nie spielen gesehen. Ich kenne ihn nur von YouTube. Aber das spielt er ja auch oft. Er ist ja, er streamt ja auch eigentlich jeden Dienstag den Titled Tuesday, da spielt er eigentlich immer mit und streamt den Early Titled Tuesday und hält sich eigentlich eh immer ganz wacker, finde ich. Also er ist dann immer so im Mittelfeld, hat so, ich glaube, 11 Runden sind das immer, 6,5, 5,5, 6,5 aus 11 und ich glaube, mit dem ist er schon ganz zufrieden, aber das gewinnt er dann meistens meistens gewinnt er da Hikaru Nakamura oder irgend so einer, da spielen eine Menge Großmeister mit. Hast du schon einmal mitgespielt beim Title Tuesday auf chess.com? Nein, nein. Würde dich das interessieren oder eher nicht so? Boah, also vor allem Blitzen ist eigentlich überhaupt nicht meins. Ja, Das das muss ist ich sagen. 3 plus 1. Also das ist Ja. richtig hart. Da sind die ganz Schnellen unterwegs. Ja. Ja, also es ist nicht ganz meine Stärke, sagen wir es mal so. Ich spiele lieber normales Turnierschach. Das ist meins. Kann man Ja, gewinnen. wir haben hier eigentlich einen hässlichen Bildschirm. Wollen wir mal in die Partien reinschauen, Veronika? Na klar, gut, also schauen wir, was hier passiert. Schauen wir uns vielleicht erst einmal die Partie zwischen Hayek und Ganos an. Also Ganos ist hier weiß. Und folgendes ist bereits passiert. Wir hatten D4, D5. Und das wurde dann eben angenommen. E3 auch, Klassiker, versucht natürlich den Bauern wieder zurückzugewinnen mit Entwicklung. Hier Läufer G4, Läufer schlägt C4, E6. Also genau diese Variante, muss ich sagen, kenne ich ehrlich gesagt nicht. Also ich kenne es nicht mit dem Läufer auf G4 draußen. Ich habe immer die anderen Varianten bekommen. Deshalb Wie kann ich das. heißt die? Was für eine Eröffnung ist das? Wie heißt Angenommen, die? Damen-Gambit. Ah, okay, ja, alles klar, ja. Ja, aber wie gesagt, genau so rum kenne ich es eigentlich nicht. Mal schauen. Okay, H3, Läufer H5. Alles normal, Springer C3 und jetzt hätte ich eigentlich den Zug C5 erwartet. Das ist zumindest so der Standardplan in der anderen Variante, die ich halt kenne, aus schwarzer Sicht ohne Läufer G4. Spielt möglicherweise mit C5 oder manchmal versucht man auch mit E5 zu hebeln. Aber interessanterweise kam der Zug Springer C6 und Hayek Oskar scheint das vorbereitet zu haben. Also vermutlich ist es irgendeine Art von Theorievariante, weil man sieht, er hat noch eine Stunde 28 auf der Uhr. Und wir spielen hier mit 1,30 für die ganze Partie und zusätzlich noch 30 Sekunden pro Zug. Ja, also anscheinend eine Variante, die ich nicht kenne. Ich habe aber das Gefühl, dass es für Weiß schon sehr angenehm zu spielen ist. Also kann man nicht vorstellen, dass es wirklich jetzt so eine gute Idee ist. Aber wie gesagt, Also das heißt, kenne. in der Stellung stellt man eigentlich nicht den Springer vor den Bauern. Ja, das ist eigentlich nicht der Plan. Also der Plan ist halt entweder E5 zu spielen oder C5 zu spielen. Und mit Springer C6 plant er natürlich E5 durchzusetzen. Aber ich weiß halt nicht, ob er da so toll steht, weil ich, so wie in der Partie, kam natürlich Läufer B5 und fesselt den Springer gleich. Und jetzt hat halt Schwarz nicht sofort diese Möglichkeit, einen Hebel im Zentrum zu setzen. Ja. Aber gut, scheint wahrscheinlich alles Theorie zu sein.
Läufer B4, fessele auch den Springer. Und Dame A4 macht einfach noch mehr Druck auf den Springer C6. Außerdem, Mini-Taktik, es droht gerade Dame mal B4, weil der Springer gefesselt ist. Ja. Ja, aber okay. Es war klar, Schwarz wird Muss man nehmen. nehmen, gell? Ja. Ja, schon. Und das ist irgendwie ganz lustig, die Stellung, weil Schwarz hat irgendwie sein Läuferpaar innerhalb von 2 Zügen aufgegeben, was man ja eigentlich jetzt nicht so empfiehlt. Läufer sind normalerweise schon sehr, sehr wichtig. Und Aber Weiß hat auch noch die offene G-Linie. Die schaut ja eigentlich auch genau. ganz gut aus. Und dieser Doppelbauer ist ja vielleicht gar nicht so störend, weil der König vielleicht auf E2 gar nicht so schlecht steht, oder? Ja, der Doppelbauer ist sogar sehr vorteilhaft für Weiß, weil er ist auch im Zentrum gerichtet. Und wir werden später sehen, es wird auch noch der Zug F4 kommen. Das heißt, Weiß kontrolliert hervorragend das Zentrum, hat dann hier zum Beispiel auch sehr viele schöne Felder für den Weißfeldringläufer, den aber vermutlich tauschen wird. Aber wir werden sehen. Und natürlich die offene G-Linie kann schon durchaus sehr gefährlich auch für Schwarz werden. Also ich persönlich würde Weiß auf jeden Fall bevorzugen. Also ich habe mich gefreut über diese Eröffnung. Aber mal sehen, Schwarz hat sich sicher was dabei gedacht. Okay, es kommt Rochade, also hat keine Angst vor irgendwelchen Angriffen. Und Weiß hat sich jetzt entschieden, den Läufer herzugeben. Ja, ich weiß nicht, das ist so eine Sache, das hätte ich vermutlich nicht gemacht. Ich meine, es ist schon verlockend, hier sich den Bauern zu schnappen. Aber auf der anderen Seite ist das Läuferpaar auch sehr, sehr stark und könnte schon noch sehr nützlich werden, wenn wir jetzt auf Angriff spielen wollen. Also eine Idee wäre ja zum Beispiel, Läufer A3 zu spielen, Turm E8, falls wir hier da eben so rausgehen wollen. Und ich hätte dann zum Beispiel F4 vorgeschlagen, einfach mal um E5 auch zu verhindern und dann vielleicht so auch mit Turm G1 und Läufer D3 zurück und vielleicht Angriff versuchen oder so. Aber mir scheint, Weiß hat sowieso zu wenig Figuren, um hier erfolgreich Matt setzen zu können. Von dem her war es vermutlich die richtige Entscheidung, denke ich, von Ganos, dass er sich gedacht hat, okay, er schnappt sich einfach den Bauern mit Läufer schlägt C6. Ja. Das wäre sonst, glaube ich, die zweite Idee in der Stellung gewesen. Na, schauen wir mal weiter. Okay, nimmt und nimmt natürlich zurück. Turm B8 und der Klassiker F4. F4 ist wichtig, um hier E5 zu verhindern. Der König ist ja in der Mitte, das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, falls sich hier die Stellung öffnen würde. Dann könnte es eventuell gefährlich werden, weil kleine Rochade, ja, geht schon noch so, aber muss man auch aufpassen. Groß geht jedenfalls gar nicht mehr. Und F4 passt einfach immer sehr gut hinein, stabilisiert das Zentrum. Okay, der nächste Zug, der ist für mich ehrlich gesagt etwas überraschend. Dame D5. Vielleicht hat das Schwarz doch ein bisschen Sorge um den eigenen König auf Dauer. Aber ich persönlich hätte eigentlich die Damen hier nicht getauscht, denn das Endspiel, das jetzt entsteht, das gefällt mir für Weiß viel, viel besser. Weil wir haben hier ein ordentlich schönes Zentrum und klar, die Bauern haben halt die Farbe des eigenen Läufers, was nicht so optimal ist. Eigentlich ist es ja eingesperrt, aber wir sehen, das Relevante ist, dass der Läufer nämlich vor die eigene Bauernkette kann. Also würde er jetzt hier hinten irgendwo versteckt bleiben, so auf D2, weil er hier nirgends raus kann, dann wäre es natürlich ein sehr, sehr schlechter Läufer, weil er eingesperrt ist. Aber auf A3 kontrolliert er dann doch hier wichtige Felder und die Idee wird jetzt in Kürze sein, König hier in die Mitte zu stellen, Turm B1, die B-Linie einzunehmen und dann hat Weiß halt eigentlich mehrere Vorteile. Er hat nämlich erstens schon den König im Zentrum, das ist der Vorteil, weil er jetzt eben noch nicht rochiert hat, das war nicht nötig. Und man brauchte den König in der Mitte und noch dazu können wir eben auch dann im Zentrum später einen Freibauern schaffen. Also F3, E4 wird dann später der Plan sein. Also wir werden hier vermutlich mit dem König dann hier nach D2 und D3 gehen, F3 und E4 im richtigen Moment dann spielen. Und dann haben wir hier ein starkes Zentrum und dann wird Weiß versuchen, einen Freibauern zu bilden. Und es könnte sehr gefährlich für Schwarz werden. Also das Endspiel gefällt mir aus schwarzer Sicht nicht sonderlich. Mal schauen, also Turm F8 kam, König E2, Springer E4 und hier kam Turm C1, hier Turm B6 und mal sehen, das ist die momentane Position.
Ja, Schwarz wird sicher irgendwann einmal versuchen, hier die Türme zu verdoppeln und die B-Linie noch mehr einzunehmen. Weiß wird vermutlich nicht drum herum kommen, im richtigen Moment mal F3 zu spielen und den Springer wieder zu vertreiben. Aber Schwarz hat das auch gut vorbereitet mit diesem Zug, denn es gibt auch die Idee, später Turm E6 zu spielen, zu verdoppeln und dann hier Druck auf den E-Bauern zu machen. Ja, also so sieht es hier momentan aus. Also ziemlich spannendes Endspiel, finde ich. Ist aber doch noch ziemlich ausgewogen, würde ich sagen, oder? Ja, Also ja. noch alles offen. Ja, natürlich ist noch nichts entschieden. Also mir gefällt es noch immer etwas besser für Weiß. Aber man muss schon sagen, es ist nicht so leicht, hier Fortschritte zu machen. Weil halt doch F3 nicht so leicht zum Umsetzen ist, weil der Bau auf E3 dann so schwach wird. Und ohne F3 ist halt der Springer schon sehr stark. Ah, okay, wir sehen, es kommt sofort F3. Spannend, spannend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das schon sofort spielen kann, weil ich dachte, Springer G3, König F2, Springer F5 und dann eben Turm B6 und ordentlicher Druck auf den E3-Bauern. Okay. Ja, spannend. Ist auch die Frage, ob Weiß vielleicht früher hier was anderes spielen hätte können. Also zum Beispiel nämlich C4 ist schon eine Option mit der Idee, wenn man jetzt hier nimmt, jetzt Turm C1 zu spielen. Und sollte Weiß diesen C-Bauern zurückgewinnen, dann haben wir hier auch eine offene Linie auf den C-Bauern. Das wäre auch ganz praktisch. Das heißt, Schwarz müsste auf jeden Fall C3 spielen und ihn halt noch einmal decken hier. Ja, und jetzt ist halt die Frage, ob Schwarz den Bauern halten kann oder nicht. Jetzt wird es kompliziert. Das ist halt dann schwer einzuschätzen. Weil das kann jetzt eben gut oder schlecht sein. Also ich würde noch immer meinen, vermutlich geht der Bauer irgendwann verloren, aber so einfach ist das nicht. Der kann auch gefährlich sein, weil es eben auch ein Freibauer ist. Und F3 ist nicht so leicht zum Umsetzen. Das haben wir auch schon in der Partie jetzt dann. Und dann kommt der Springer immer ins Spiel über verschiedene Möglichkeiten. Ja, Der Springer steht Beispiel auf so. E4 eigentlich sehr gut. Ja, genau, das ist interessant. Also, wenn man ihn vertreiben könnte, wäre es super, aber es geht nicht so leicht, weil hier zum Beispiel sehen wir eh schon, es gibt auch einen kleinen netten taktischen Trick. Hier gibt es auch eine Gabel. Also, ja, von dem her muss man da immer schauen. Ja, natürlich nicht gleich sofort zurücknehmen, sondern Zwischenschach, ja. Und dann nehmen. Aber gut, ist nur ein Detail. Ja, also es ist spannend. Wenn C4 möglich ist, ist es auf jeden Fall ein guter Zug. Aber ist schon klar, man muss das dann genau berechnen und es wird sehr kompliziert. Und Aber die Wahl, in der ja. Partie wurde ja was anderes gespielt, glaube Genau, ich, gell? eben. In der Partie wurde einfach ruhig gespielt mit Turm B6 und jetzt eben F3 sofort. Also das ist sicher die sichere Variante, ohne viel Risiko. Ja, und dann werden wir später sehen, wie es mit dem E3-Bauern aussieht. Ja, schauen wir mal auf das Zweierbrett. Ja, schauen wir zur Partie František Vrána gegen Patrick Fuchs. Und gehen wir zum Start. Wir hatten hier Sizilianisch, aber mit der G3-Variante. Da muss ich sagen, habe ich wirklich absolut keine Ahnung. Das habe ich noch nie in meinem Leben gespielt. Also Sizilianisch spiele ich sowieso nicht mit Schwarz und mit Weiß habe ich immer nur C3 Sizilianisch, also à la Ping gespielt. Aber es sieht alles ganz klassisch aus. Und also es hat irgendwie, da ist dann üblicherweise auch der Plan von Schwarz F5 zu spielen. Und dann versucht man hier im Zentrum anzugreifen. Okay, D6, einfach mal, um das Zentrum zu stabilisieren und auch den Läufer Platz zu geben. Springer C4 ist auch der Klassiker. Also es erinnert mich wirklich sehr viel an diese ganzen Königsindisch-Pläne. Und hier möchte dann Schwarz üblicherweise diesen Springer wieder vertreiben, aber das geht nicht so leicht. Wir werden es gleich sehen. Dann auf A6 mit der Idee B5 spielen wir immer A4. Und dann funktioniert B5 natürlich nicht. Okay, also B6 ist auch noch ganz typisch. Dann sollte man nicht B6 spielen, dann spielt Weiß üblicherweise auch noch A5. Und das ist dann schon unangenehm, weil dann kommt auch der Springer nach B6 rein und
das Ganze hier ist total blockiert. Also B6 noch ein ganz, ganz wichtiger Zug. Ja, und hier würde ich mal meinen, hätte ich wahrscheinlich zum ersten Mal anders gespielt als in der Partie, denn so F4 ist halt schon so der Standardplan in dieser Stellung. Also weiß nicht, wundert mich, dass er es noch nicht gemacht hat, aber gut. Es rennt auch nicht unbedingt davon. Springer E3 mit der Idee, ihn nach D5 umzugruppieren. Ja, hätte ich persönlich nicht gemacht, weil ich finde, der Springer auf C4 steht eigentlich hervorragend, weil er D6 angreift und B6 angreift. Und wie gesagt, irgendwie F4, das würde jetzt einfach genau in die Stellung hineinpassen. Ja, und der Läufer ist ja auch noch nicht entwickelt und jetzt wir mit einer Figur nochmal ziehen. Ja, weiß nicht, bin nicht ganz begeistert, aber mal sehen, was die Idee ist. Springer D5, nimmt, nimmt. Und es kam Springer E7. Okay, Läufer G5 fesselt F6. F6 zu provozieren hat öfters mal Vorteile, denn momentan ist dann hier die Läuferdiagonale eben noch gesperrt. Aber man muss bedenken, Schwarz will sowieso auch irgendwann F5 spielen. Also von dem her ist es nur vorübergehend. Okay. Schlägt, schlägt und Läufer E3. Ja, ich weiß nicht, also ich bin nicht ganz so begeistert, wie es gelaufen ist, weil ich finde, hier noch Springer C4. So, hier in der Stellung, das fand ich ja etwas harmonischer von den weißen Figuren her. Also ich persönlich hätte einfach hier F4 gespielt. Und so wie wir es hier momentan haben, Läufer E3, habe ich das Gefühl, dass sich Schwarz eigentlich gut weiterentwickeln konnte. Und jetzt kommt natürlich dann gleich F5. Also ich habe das Gefühl, hier ist halt irgendwie so Schwarz, der jetzt einmal so den Ton angibt. Okay, damit D2. Die Idee ist, F4 zu verhindern. Und es kommt König H8. Immer ein sinnvoller Zug, einfach mal sicherheitshalber aus dieser Diagonale rauszugehen. C3 und Läufer B7. Ja, der Plan von Weiß ist üblicherweise hier im Zentrum zu spielen. Das heißt, wir wollen eigentlich gerne mal D4 durchsetzen. Manchmal ist auch F4 möglich, momentan eher schwierig, weil der E4-Bauer etwas stark unter Druck ist. Und sonst muss man eben alle möglichen Hebel am Damenflügel beachten. Also EA5 ist eine Idee und vor allem natürlich auch D4. Aber wie gesagt, der Druck auf E4 ist ziemlich groß. Also es ist noch sehr, sehr spannend. Bin gespannt, wie es weitergeht. Schwarz wird jetzt wahrscheinlich hier dann wieder versuchen, am Königsflügel weiter nach vorne zu kommen. Irgendwann vielleicht doch mal F4 durchzusetzen. Wir werden sehen. Schauen wir noch zur dritten Partie. Denn die ist auch sehr, sehr spannend. Ja, hier sind wir in ein Benoni gekommen, aber mit Zugumstellung in Tschechisch. Also das schnelle E5. Eine sehr, sehr interessante Variante. Also wir sehen hier die Partie Konstantin Peyrer gegen Stefan Wagner. Und hier mal ganz normale Entwicklung. Weiß nimmt das Zentrum ein, hat etwas mehr Raum, aber natürlich hat Schwarz auch so seine Ideen. A4 ist noch ganz wichtig, um eben B5 zu verhindern, sonst würde Schwarz zu viel Raum erhalten. Läufer E7, das hier ist so eine ganz typische Variante. Schwarz möchte nämlich mit Läufer G5 seinen schlechten Läufer abtauschen, denn dieser Läufer ist ja von den eigenen Bauern eingesperrt. Das heißt eben so nach Läufer G5 tauschen und dann weiterentwickeln. Das ist so der übliche Plan. Ich habe auch schon mal gegen dieses System gespielt, genau mit derselben Variante, so wie Konstantin, also zumindest bis hierher, bis zu dem Moment. Und ich muss sagen, man hat immer das Gefühl, man steht super mit Weiß, weil man halt doch mehr Raum hat und so, aber es ist wirklich schwer, das Ganze hier zu knacken. Springer F3, Läufer G4. Die Idee ist, wir wollen den Springer schlagen und wieder Läufer G5 spielen, um wieder den Läufer zu tauschen. Okay, jetzt entwickeln sich beide und jetzt sehen wir schon, nimmt natürlich irgendwann Läufer G5, um zu tauschen. Und Dame G3 nimmt und Dame mal G7, ja. Also ich muss sagen, die Theorie jetzt kenne ich nicht mehr. Also ich kannte nur den Aufbau bis hierher. Und Konstantin natürlich als IM und am Weg zum Großmeister hatte natürlich mehr Ahnung über Eröffnungen als ich.
und kennt vermutlich die ganze Variante hier noch etwas länger und nimmt hier auf G7. Also sieht sehr, sehr spannend aus. Dame G5, nimmt den Turm und Läufer schlägt B2. Ja, also ziemlich wild, erinnert mich auch immer sehr an diese Französisch-Varianten, wo man auch oft auf G7 nimmt und dann ist es auch total kompliziert. Zur Theorie selbst kann ich leider nichts sagen, weil ich es noch nie gesehen habe, soweit. Und die Sache ist, Schwarz denkt sich, dass die weiße Dame hier ziemlich ausgesperrt ist, dass sie einfach hier keine wirklichen Züge mehr hat. Ja, und Schwarz hingegen muss natürlich auch aufpassen, dass hier nicht irgendwie die Dame rauskommt und er dann weniger Material hat. Also es ist sehr, sehr kompliziert. In der Partie kam mit Springer E2, was ein Fehler ist. Weiß hätte schon seinen Turm hier retten sollen mit Turm B1 und lieber seinen Springer aufgeben sollen. Denn hier hat man dann nämlich auch die Idee im Vergleich zur Partie, dass irgendwann mal Turm auf B7 kommt. Und der Turm auf der siebten Reihe ist natürlich sehr wichtig, weil er greift dann immer auch den Springer an. Und generell wissen wir ja, Türme sollen ja auf die siebte oder auf die zweite Reihe, weil sie dort eben sehr, sehr gefährlich sein können. Ja, also anscheinend sollte man hier H4, Dame G6, H5, Dame G5 spielen, um den H-Bauern hier nach vorne zu bringen und dann erst Turm mal B7 spielen. Genau. Also das ist so der Vorschlag. Und ich denke, das ist wahrscheinlich noch immer Theorievariante und vermutlich ist ausgeglichen, weil sonst hätten die beiden Seiten diese Variante ja nicht gewählt. Ja, also hier hat man eine sehr, sehr wilde Partie und man wird auf jeden Fall irgendein schönes Ergebnis erhalten. Vermutlich nicht Remis, auch wenn es momentan noch ausgeglichen ist. Okay, aber kommen wir zurück. Also Springer E2 war eindeutig ein Fehler. Aber ja, mal sehen. Läufer schlägt da eins. Das Interessante ist, dass Konstantin noch immer so viel Zeit hat auf der Uhr. Also noch immer 1,24, also Springer E2 gespielt hat. Also vielleicht ist das Ganze doch irgendeine Vorbereitung, aber ich kann es momentan noch nicht wirklich nachvollziehen, wieso das jetzt eigentlich ein guter Zug sein sollte. Also ich glaube, es war eine Ungenauigkeit. Aber wie gesagt, ich kann da leider nicht mehr dazu sagen. Okay, Läufer schlägt, Turm schlägt und Springer F6 kam. Naja, hier wahrscheinlich jetzt die erste wirkliche Ungenauigkeit von Schwarz. Also, wie gesagt, ich glaube noch immer nicht, dass das wirklich eine gute Variante für Weiß ist. Aber keine Ahnung, was sich Konstantin überlegt hat. Es kann auch irgendeine fiese Vorbereitung sein oder eine Neuerung oder was auch immer. Aber jetzt kommt auf jeden Fall eine Ungenauigkeit. Schwarz sollte seinen König sofort mal in Sicherheit bringen mit einer großen Rochade. Der König ist da drüben eigentlich sehr sicher, denn die weißen Figuren sind viel zu weit weg und es gibt jetzt auch nicht wirklich eine Möglichkeit durchzubrechen. Und jetzt ist dann die Idee auch, dass wir den Springer entwickeln können und zwar mit Tempo. Entweder nach F6, H6 oder E7, das können wir dann schauen, je nachdem, was auch Weiß spielt. Ja, und das sieht für mich irgendwie sehr sinnvoll aus. Stattdessen kam Springer F6. Und ich weiß nicht, aber er steht irgendwie auch so seinem eigenen Springer ein bisschen im Weg. Die Idee ist natürlich, den H7-Bauern zu decken. Also Stefan Wagner war auf jeden Fall schon aus seinem Theoriewissen draußen. Wir sehen, er hat auch nur noch 41 Minuten, Konstantin noch immer 1,24. Aber durchaus auch ein sehr schneller Spieler. Ja, ist die Frage. Also es sieht so aus, als könnte man vielleicht die Dame fangen. Die Idee ist natürlich jetzt Rochade zu machen und dann Springer H6 und dann wäre die Dame weg. Also das ist so der Gedanke dahinter. Aber Weiß hat halt jetzt einfach viel Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Und Konstantin spielt hier den Zug F4. Also geht all in. Was könnte man stattdessen machen? Also eine ruhige Variante zum Beispiel wäre Springer G3. Springer G3 mit der Idee danach mit dem Springer nach F5 zu gehen, dann decken wir das Feld G7 und können dann Dame G7 spielen und die Dame ist wieder im Freien draußen. Ja, und dann ist natürlich alles gut gelaufen.
Okay, aber es kommt F4. Bauer schlägt natürlich und Turm F1. Das war die Idee. So, Konstantin versucht ja einfach die Linien zu öffnen und etwas Druck auszuüben auf die ganzen schwarzen Figuren, aber ich fürchte, dass das Ganze ein bisschen nach hinten läuft. Jetzt große Rochade. Turm schlägt F4 und Dame H6. Ja. Na, ich weiß nicht. Kritisch irgendwie. Also, noch ist Springer E7 nicht möglich, weil ja der F6 Springer hängt. Aber irgendwie bin ich nicht so begeistert von der Stellung. Also, ich sehe noch nicht, wie Weiß da rauskommen soll. Wahrscheinlich muss man jetzt mal mit dem Turm zurückziehen, damit auch der Springer sich wieder bewegen kann und dann vielleicht Springer G3, Springer F5 und solche Sachen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Material zählt, dann haben wir genau gleiches Material. Nur vielleicht ein Problem auch für die Zukunft. Schwarz hat ja zwei Springer und könnte dann auch die Springer sehr gut nach E5 stellen. Also auf lange Frist hingesehen, noch so Springer E5, gefällt es mir einfach nicht mehr so gut für Weiß. Ja, wir mal sehen. Jedenfalls finde ich die spannendste Partie von den drei. Da geht es rund und drüber. Schauen wir noch mal kurz hierher, bevor ich in eine Mittagspause gehen werde. Es ist ja schließlich dann 12 Uhr, Zeit für ein Mittagessen. Wir waren ja hier bei der Partie Ganos gegen Hayek und wir hatten den Zug F3. Es kam wie erwartet Springer G3, König F2, Springer F5 und Turm E1 muss decken. Und wir werden jetzt vermutlich im nächsten Zug Turm BE6 sehen. Und dann wird Läufer C1 kommen müssen und das Ganze decken. Dann wird der Springer vermutlich nach D6 gehen. Das können wir mal nachschauen. Springer D6. Und dann wird der Springer vielleicht irgendwann hier nach C4 hüpfen. Es wird wahrscheinlich auch F5 kommen, damit eben E4 nicht funktioniert. Ja, und wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Ja, also ich denke, F3 war zu früh. Denn jetzt eben nach diesem F3-Zug muss Weiß seine Figuren so ein bisschen passiv aufstellen und alles decken. Ja, also wie wir hier sehen. Und ohne F3 ist natürlich auch nicht so klar, was man macht, aber vielleicht einfach mal die Figuren verbessern und dann halt schauen, wie es weitergeht. Also Turm C2 ist immer auch eine Idee, um die zweite Reihe zu decken. Danach kann sich der Läufer auch wieder frei bewegen. Und vielleicht, sobald dann dieser Turm weggezogen ist, dann F3 spielen, weil dann ist nicht sofort der Druck auf den E-Bauern. Aber ja, kein so leichtes Endspiel. Schauen wir, was sich in der Partie Patrick gegen František getan hat. Da waren wir ja hier bei F5. Damit D2, König H8, C3, Läufer B7. Und Weiß hat sich für Turm AE1 entschieden. Okay, die Idee ist, den E-Bauern noch einmal zu decken, um dann eben später, so wie gesagt, D4 oder F4 durchsetzen zu können. Also Weiß muss ja unbedingt irgendwo einen Hebel setzen, weil sonst kommt man hier nicht weiter. Und es wurde damit D7 gespielt. Geht schon mal sicherheitshalber hier raus und greift auch gleichzeitig mit Tempo den A-Bauern an. Ja, vermutlich wird B3 kommen. Und dann wird er vermutlich F4 spielen, nehme ich mal an. Und wir werden sehen, was passiert da so. Sieht für mich noch komplett ausgeglichen aus. Beide haben das Läuferpaar, beide spielen irgendwie im Zentrum mit den Bauern. Ja. Okay. Und bei Konstantins Partie, da überlegt er noch fleißig, was er für einen Zug spielen soll. Bin gespannt, ob ihm seine Stellung überhaupt noch zusagt. Ich wäre mir dann nämlich nicht ganz so sicher. Aber ja. Na gut, Alex. Was sagst du denn zu unseren Partien? Wie gefallen dir die Partien und was ist deine Einschätzung jetzt, bevor ich in die Mittagspause gehe? Ja, auf jeden Fall eine spannende Sache, denke ich mal. Und es scheint wirklich so zu sein, dass sich die Favoriten durchsetzen, hat man ein bisschen den Eindruck, oder? Ja, ich bin mir halt nicht sicher bei der Konstantin-Partie.
Also, das sieht eigentlich nicht so gut für Konstantin aus. Aber sonst ja. Also die anderen zwei, die sind ja noch ziemlich auf Ausgleich. Also da würde ich jetzt noch nichts sehen. Aber auch die Elo-Zahlen sind ja auch ziemlich ähnlich. Ja, ich weiß es gerade nicht. Quantische Quader hat, glaube ich, schon Elo, oder? Ich schaue kurz noch so rüber. Ja, okay. Also hier hätten wir dann schon einen Favoriten. Ist so ungefähr so 2100 Elo. Genau, also mal sehen, was hier noch passiert. Die Stellung ist aber auch noch komplett ausgeglichen. Also hier kann wirklich noch alles passieren. Ist einfach noch so mittendrin. Ja. Naja, dann würde ich sagen, jetzt frage ich mal unseren Niklas, ob wir ein paar Werbespots bereit haben, die wir spielen können. Und wir machen mal eine kleine Pause. Veronika geht Mittagessen Ja, ich und melde mich um 1 wieder. wir sehen uns ein bisschen später wieder. Genau. Eins ist vielleicht sogar gar nicht so gut, weil da werden wahrscheinlich die Partien schon zu Ende sein. Die zweite Runde, das Finale beginnt dann um 15 Uhr. Also da sollten wir spätestens wieder dabei sein. Aber wir machen das einfach fliegend, würde ich sagen. Ist ja alles ein großer Test und wir schauen mal, wie es läuft. Und eine der Erkenntnisse für heute ist auch, wir brauchen eine dickere Internetleitung. 20 MB Upload ist nicht genug. Ja, das ist im Waldviertel nicht immer so leicht mit dem Internet. Ja. Ja, super. Dann verabschieden wir uns einmal für den Augenblick. Also, herzlichen Dank und wir kommen zurück. Gutes Mahlzeit. Mittagessen. Ja, bis später. Ciao. Und Werbespots. Look at what you see in her face, the mirror of your dreams. Make believe I'm everywhere, even in the light. Written on the pages is the answer to jedes Haus hat eine Geschichte. Erzähl sie weiter. Reden wir über Ihre Sanierungspläne und mögliche Förderungen. Erste Bank und Sparkasse. For the strength I need.
More than gold.
look at what you see in her face. A mirror of. Turn around. Look at what you see in her. Make believe I'm everywhere, even in the light. Written on the pages is the answer to. Jedes Haus hat eine Geschichte. Erzähl sie weiter. Reden wir über Ihre Sanierungspläne und mögliche Förderungen. Erste Bank und Sparkasse. Von dieser Idee gehört habe, war es für mich ganz klar, dass ich da dabei sein will. Zum einen macht es für mich Sinn, wenn der Bauer für seine Arbeit einen fairen Preis kriegt und andererseits der Konsument, in dem Fall ich als Endkonsument, ein gutes und gesundes Endprodukt im Kühlschrank haben darf. Es war immer mein Anliegen, dass man die Milch nicht durch ganz Österreich verschleppt und verschippert und kreuz und quer führt. Und wie ich jetzt in Facebook gelesen habe, dass hier regional Milchprodukte verwertet werden, das war das für mich absolute Notwendigkeit, hier dabei zu sein. Was mir taugt an die Produkte ist, dass sie eigentlich von der Region kommen, dass sie in der Region verarbeitet werden, dass sie zugestellt werden in der Region und ja, ich mir die Sachen einfach nicht heimschleppen brauche. Ich habe von dem Projekt gehört und war sofort begeistert, vor allem aus dem Grund, da ich in meiner Kindheit mit meiner Großmutter in Rehberg mit der Müllibitschen zum Milchgeschäft einkaufen gegangen bin. Das war für mich ein prägendes Erlebnis. Somit bin ich beim Milchkandl jetzt tätig und habe die Holzfassade für das Milchkandl mitgeholfen zu errichten. In den letzten Monaten haben wir unser Milchkandlhaus errichtet. Danke noch einmal allen unseren Unterstützerinnen, Unterstützern, Genossenschafterinnen, Crowdfunderinnen, die hier mitgeholfen haben, dieses Gebäude möglich zu machen. Werden Sie jetzt bis Jahresende noch Genossenschafterin oder Genossenschafter und genießen Sie alle Vorteile Ihrer Mitgliedschaft wie Gratislieferung nach Hause, unsere wunderbaren Produkte, eine jährliche Rückvergütung auf alle Ihre Einkäufe und die Möglichkeit, jeden Tag 24 Stunden in unserem Milchkandl SB-Laden einkaufen zu können. Das ist unterstützenswert und ja, was gibt es Besseres als so eine Win-Win-Situation? In Schach dunkelbraun oder super Sohle. Du kannst das Sohle neu erneuern, Fußbett erneuern, Fersenfutter, Ösen, Nähte etc. Was auffällt, du hast eine gute Qualität, kauft es bei uns ein. Super!
turn around, look at what you see in her face, a mirror of your dream. Make believe I'm everywhere, even in the light. Written on the pages is the answer to. Jedes Haus hat eine Geschichte. Erzähl sie weiter. Reden wir über ihre Sanierungspläne und mögliche Förderungen. Erste Bank und Sparkasse. Von dieser Idee gehört habe, war es für mich ganz klar, dass ich da dabei sein will. Zum einen macht es für mich Sinn, wenn der Bauer für seine Arbeit einen fairen Preis kriegt und andererseits der Konsument, in dem Fall ich als Endkonsument, ein gutes und gesundes Endprodukt im Kühlschrank haben darf. Es war immer mein Anliegen, dass man die Milch nicht durch ganz Österreich verschleppt und verschippert und kreuz und quer führt. Und wie ich jetzt in Facebook gelesen habe, dass hier regional Milchprodukte verwertet werden, das war das für mich eine absolute Notwendigkeit, hier dabei zu sein. Was mir taugt an die Produkte ist, dass sie eigentlich von der Region kommen, dass sie in der Region verarbeitet werden, dass sie zugestellt werden in der Region und ja, ich mir die Sachen einfach nicht heimschleppen brauche. Ich habe von dem Projekt gehört und war sofort begeistert, vor allem aus dem Grund, da ich in meiner Kindheit mit meiner Großmutter in Rehberg mit der Müllibitschen zum Milchgeschäft einkaufen gegangen bin. Das war für mich ein prägendes Erlebnis. Somit bin ich beim Milchkandl jetzt tätig und habe die Holzfassade für das Milchkandl mitgeholfen zu errichten. In den letzten Monaten haben wir unser Milchkandlhaus errichtet. Danke noch einmal allen unseren Unterstützerinnen, Unterstützern, Genossenschafterinnen, Crowdfunderinnen, die hier mitgeholfen haben, dieses Gebäude möglich zu machen. Werden Sie jetzt bis Jahresende noch Genossenschafterin oder Genossenschafter und genießen Sie alle Vorteile Ihrer Mitgliedschaft wie Gratislieferung nach Hause, unsere wunderbaren Produkte, eine jährliche Rückvergütung auf alle Ihre Einkäufe und die Möglichkeit, jeden Tag 24 Stunden in unserem Milchkandl SB-Laden einkaufen zu können. Das ist unterstützenswert und ja, was gibt es Besseres als so eine Win-Win-Situation? Sind stark dunkelbraun oder super salt. Du kannst das Säule neu erneuern, Fußbett erneuern, Fersenfutter, Ösen, Nähte etc. Was auch halt. Du hast eine gute Qualität, kauft es bei uns ein. Super!